Nun ja. Aber schön, schön. Ist doch alles nett gelaufen hier. Ab dafür zum Lager der Mitte. Ich bin so mittig heute. Tja. Alles ganz schön und gut. Bin recht zufrieden mit allem. Da fällt mir noch ein, die Typen, also die Gegners, mit dem Totenschädel sind bestimmt auch irgendwie in einer gewissen Weise einzigartig. Wollte ich vorhin noch sagen, habe ich vergessen zu erwähnen. Im Sinne von, dass die nicht respawnen. Für das glaube ich, jetzt wahrscheinlich alles schon tut. Sich beklauen als Kumpel, so unter Kollegen beklauen? Nee, okay. Wegen deiner Verfolger. Achso, ich muss noch was klicken. Ach mal, ja, alles einzeln, natürlich. Hier ist der Schädel von Pollux. Sieht gut aus. Das würde ich eine gute Tat nennen. Du nimmst ihm die Last von den Schultern und mir auch. Warte hier. Quasi. Warte hier? Nun zu dir. Im nördlichen Konverter von Abessa befindet sich ein Schloss mit dem Code 3210. Gut, danke. Eine Hand wäscht die andere. Offensichtlich. Toll. Es war da hinkommen irgendwie. Hier ist die Rassschädel. Ich hätte lieber irgendwie sehr XP gut bekommen. Der Tod steht ihm gleich viel besser. Es dauert einen Moment. Ist ja neutral zu mir. Ich habe folgende Information. Im Konverter von Ignadon gibt es einen Tresor mit dem Code 4486. Ich fürchte, ich hatte schon geknackt, die Wie genau kommst Dinger, du an oder? Diese Informationen heran? Gute Frage. Das zu verstehen, würde Monate des Studiums voraussetzen. Ich habe Jahre an dieser Technik geforscht. Und die Alps haben dieselbe Technologie? Nein. Ich habe meine Forschungsergebnisse unter Verschluss gehalten. Aha, aha. Wieso habe ich damals nie etwas über deine Forschungen gehört? Genau. Viele von uns haben an neuen Technologien geforscht. Aber nicht jedes Projekt war erfolgreich. Ich schätze, dass nur die Projekte im Fokus ihrer Aufmerksamkeit standen, die auch tatsächlich anwendbar waren. Aha. Hm. Whatever, hier, Bartox. Ich habe Bartox-Schädel. Da ist das gute Stück. Der wird niemandem mehr Schwierigkeiten bereiten. Gib mir etwas Zeit. Ja, ja. Hier habe ich den Code zu einem Schloss im östlichen Konverter in Xakor. Er lautet 0666. Und das ist noch aktuell? Vielleicht, vielleicht nicht. Toll. Aber da die Alps nicht wissen, dass wir die Codes haben, gehe ich davon aus. Okay, dann bin ich ja fertig mit der Quest. Noch XP für ein Level Up, bitte? Das mit deinen Verfolgern hat sich erledigt. Zu meiner vollsten Zufriedenheit. Yeah. Deine Effektivität ist äußerst eindrucksvoll. Oh, hätte ich gedacht. Da ich mich in meiner neu gewonnenen Freiheit nun anderen Dingen widmen kann, würde ich mich erkenntlich zeigen. Ich höre. Ich beginne heute mit den Vorbereitungen. Dafür brauche ich allerdings noch etwas Zeit. Ich denke, ich weiß schon, wo ich mein Vorhaben umsetzen kann. Ich werde mich nun um die Umsetzung kümmern. Am besten, wir sprechen morgen noch einmal darüber. Dann sind meine Vorbereitungen abgeschlossen. Top. Du weißt ja, wo du mich im Lager findest. Ja, ich wollte ohnehin schlafen gehen. Hey, ich muss mit dir reden. Ja? Ich hörte von Truppenbewegungen einiger Kampfmaschinen in Abessa. Bist du dir sicher? Es sind nur Gerüchte, aber jemand scheint da im Begriff zu sein, über den Pass des Zentralgebirges von Abessa zu marschieren. Wer ist das? Und wo wollen sie hin? Keine Ahnung. Sehen wir sie uns doch mal an. Moment mal. Seit wann interessieren dich ein paar Kampfmaschinen? Sie will kämpfen. Sind sie dir nicht so nichtig? Raus mit der Sprache. Was weißt du noch darüber? Elexitor Parsec soll sie anführen. Aha. Ah, ein Elexitor also. Ein würdiger Gegner, der dir den nächsten Kick gibt, ja? Es ist mir völlig egal, wie du es nennst. Ich werde ihn angreifen, mit oder ohne dich. Mit oder ohne dich? Toll, es kam jetzt wieder völlig unerwartet. Ob das meine Kälte vielleicht senkt, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder steigt, oder neutral ist. Oh, das hier. In Ordnung. Aber dann sollten wir uns beeilen. Wenn er über den Pass kommt, dann bestimmt nicht ohne Grund. Sieht ganz so aus, als wolle er das Lager der Mitte angreifen. Ich lass mir diese Gelegenheit nicht entgehen. Wenn du also dabei sein willst,
Dann bereite dich besser vor. Ja, ja. Sonst bestraft dich das Leben. Ja, ja. Du bist jetzt mit der Kleinen zusammen? Ja, das stimmt. Oh, ho. Sie ist, Ja, ja, erspar mir das Gelaber. Mich interessiert euer Gefummel nicht. Okay. Also offenbar ist sie auch eine Love Interest, aber... Verdammt. Auch noch was? Sie haben uns kalt erwischt. Was? Ich fürchte, kommt doch grad wir erst. Unser Lager aufgeben müssen. Was? Ich denke, das ist nicht nötig. Diese Kampfmaschinen standen unter dem Kommando eines einzigen Elexitors. Bevor er von seinen Errungenschaften hey, einem anderen gekillt? Seines Volkes berichtet, müsste sein Feldzug hier erst einmal erfolgreich sein. Hm. Also noch leben wir. Eben. Also entspann dich wieder und mach einfach weiter. Wir haben noch viel zu tun. Gut, dann konzentriere ich mich besser wieder auf meine Aufgaben. Okay. Hm. Muss mir ja nicht gefallen. Was denn jetzt überhaupt? Oh Mann, das war ja zu viel auf einmal. Ich wollte einfach nur mit Arx reden. Also ich mache jetzt die Nasty-Quest. Und ganz offensichtlich, ja, wäre Nasty... Also, sie würde wohl kaum auf diese ganze Sache reagieren, wenn sie nicht auch Interesse an mir hätte. Wovon ich sowieso ausgehe, weil ich als einziger bisher sie besiegt habe. Das ist wahrscheinlich ihr Hauptanliegen an einen Kerl. Eigentlich ganz nett hier. Aber die glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich mich mit dir einlasse. Also mit Nasty selbst. So wie sie mit mir redet und wie sie schon ihre Stimme allein, ne? Und dann natürlich ihr Aussehen. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Nein, nein. Dennoch werde ich jetzt erstmal mich ihrer Quest widmen. Und dann der von Arx, weil das hier... Mach ich einfach zuerst darum. Mal gucken. Alles okay. Könnte besser sein. Dir gehen... Hau alles rein. Sie mag mich ja auch bloß. Also da steht nicht zu vergöttern oder sowas. Also so schlimm wird es nicht sein. Schnappen wir uns Elexitor Parsec, bevor er uns erwischt. Dann aber schnell, die Zeit rennt. Ich meine, die Quest klingt nicht so viel schwerer, so, oder gar nicht schwerer als die anderen von ihr, weil Kampfmaschinen, 2-3 Schüsse und Elexitor habe ich auch schon besiegt. Die anderen Viecher hatten da schon mehr irgendwie, was sie. Da stehe ich schon mit dem Schatten, sehe ich mir doch voll. So, dann hatten meine Scouts offenbar doch den richtigen Riecher. Du hast keine Ahnung, wie sehr du uns auf Trab gehalten hast, Der gesamte Eispalast ist auf der Suche nach dir. Ja, sieht so aus, als könntest du den gesamten Lohn für meine Ergreifung einstreichen, Parsec. Was für eine Verschwendung. Deine Effektivität als eine der unseren war überragend. Selbst bis heute immer noch unerreichbar. Wie konnte es nur so weit kommen? Keine Ahnung. Schick deine Maschinen weg und ich könnte dir an meinem Lagerfeuer davon erzählen. Sehr interessant. Doch werde ich dein Angebot wohl ablehnen müssen. In deinem versteckten Lager da drüben ist es gerade eher zu ungastlich für eine solche Unterhaltung. Meine bereits entsandten Maschinen werden ziemlich sicher nicht mehr viel davon übrig lassen. Was? Lassen wir das alberne Geplänkel. Warum reißen wir ihm nicht gleich den Kopf von seinen Schultern? Echt mal. Er ist nach Kallax der mächtigste der Elexitoren. Du solltest ihn nicht unterschätzen. Oh, habe ich auch schon gemacht. Du hörst besser auf deinen Commander. Euch zu ergeben ist die einzige Option, die ihr noch habt. Eher sterbe ich, du Dreckskerl. Das hörst du dann wohl wieder. Wie immer in solchen Auseinandersetzungen. Aua. Lass mich. Jetzt mal die Maschinen killen. Da kommt der Rest. Ja. So. Lieber Heini. Er nimmt Schaden, das ist schon mal gut. So, dann noch lieber ein bisschen Nahkampf machen. Geht aber echt ziemlich gut. Also habe ich schon viel, viel schwerere Quests mit ihr. Okay, ihr seht's wohl. Dass ich immer so schnell umfallen muss, ist auch voll nervig. Wow. Machst du gut. Ach, was ist das denn? Das ist nicht mehr aufgeschlagen, das Ding. Genau. Hol ihn dir, Mädel. Wo bist du hin, du feige Sau? Gieß mir eine tolle Cola. Trinken. Ah, verdammt, du schießt auch. Greif ihn an. Sag mal, was macht die denn? Nasty? Du gefällst mir nicht. Du machst überhaupt nichts hier. Da was nicht so toll sein soll, in Ordnung sowieso, macht es einfach immer nichts. Das war jetzt der zweitstärkste Gegner theoretisch im Spiel, ja?
Nach Kallax? Ich bin enttäuscht. Das heißt, das Spiel habe ich eigentlich schon gewonnen beim jetzigen Level. Das läuft doch. So, war das Herausforderung genug für dich? Du hast ja keine Ahnung. Nee, war viel leichter als die vorigen. Seit ich dich kenne, stürzt du dich in jeden auch noch so hoffnungslosen Kampf. Was ist bloß los mit dir? Willst du mir etwa Vorschriften machen wie ich? Nein, es ist offenkundig, dass du dein Leben wegwerfen willst. Ha! Und wenn schon, ich wüsste nicht, was dich das angeht. Von mir aus mach, was du willst. Aber zieh mich da nicht wieder mit rein, okay? Was? Du hast recht. Ich bin fertig. Schlimm genug, dass man es mir mittlerweile anmerkt. Mittlerweile ist gut. Was ist es? Eine verpasste Gelegenheit? Irgendein Kerl? Ja, genau. Das wäre schön. Und würde wunderbar in deinen kleinkarierten Schädel passen. Nicht wahr? Mir doch egal. Aber so einfach ist es leider nicht. Freundchen. Nein. Ich habe den grauen Tod. Was? Ja, genau. Und du weißt, was das heißt. Die Krankheit ist schon vor Jahren bei mir diagnostiziert worden. Und sie endet immer gleich. Und es gibt nichts, was ich oder irgendwer anders dagegen tun kann. Nun... Ach, komme jetzt bloß nicht mit irgendwelchem Geschwafel, okay? Alles, was ich will, ist, im Kampfgetöse auf dem Schlachtfeld zu sterben. Und das gegen einen Gegner, der mir das Wasser reichen kann. Also, entweder du hilfst mir, ihn zu finden, oder ich gehe wieder meine eigenen Wege. Verstanden? Okay. Jetzt wird sie mir gerade halbwegs sympathisch, aber dennoch. Oh. Das ist ja gemein. Komm. Wir haben den grauen Tod am Hofe des Eispalastes schon seit Jahren besiegt. Wage es ja nicht. Nein, ich kann dir helfen. Mistkerl. Glaubst du ernsthaft, ich werde mich mit der Quacksalberei der Alps vergiften? Eher sterbe ich im Kreuzfeuer ihrer Maschinen. Dann bleibt uns nur noch eine Option. Das Archiv der Kleriker im Hort von Ignadon. Hör endlich auf damit. Ich werde niemals... Du hast gegen einige der größten Kontrahenten, die Magalan je hervorgebracht hat, gekämpft. Und das alles an meiner Seite. Also, du bleibst bei mir und suchst weiterhin deinen Kick, wenn du willst. Und ich werfe einen Blick ins Archiv der Kleriker. Ich warne dich. Wenn du mir falsche Hoffnungen machst, werde ich dich mit in den Abgrund reißen. Das Risiko gehe ich ein. Ach, mach du dein Ding. Ich folge dir, aber kein Wort mehr von dem grauen Tod. Für mich gibt es nur noch den Kampf, bis ich auf dem Schlachtfeld meine Erlösung finde. So, und jetzt will ich nichts mehr davon hören. Okay. Okay. Das heißt, ich muss sie mal eben retten. Und das heißt aber, glaube ich, auch, dass ich wieder mal, ach doch, hier. Dass ich offenbar wieder mal in das Archiv rein muss, wo ich ja zum Glück mich dann doch noch reinprogrammiert habe, obwohl ich da ja eigentlich nicht mehr rein musste. Beim Rausgehen. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich relativ leicht da reinkommen, um diese Quest jetzt zu lösen. Was natürlich sehr gut ist. Und danach kommt Arxi. Arxi Waxi. Und ja, unter mir. Ich darf rein. Alles. Oh, hier ist noch keiner. Steht nicht mal eine Wache da. Ach, da ist jemand. Hallo, Karl. Theorie und Praxis müssen sich die Waage halten. Okay, cool. Schleichst du etwa? Nein. Wie kommst du da drauf? Geh. Gib mir Elex. Nein. Nein. Oh, was zum Teufel? Warum setzt du dich hin, du Blödmann? Ich wollte was klauen. Das setzt dich einfach hin, statt was zu klauen. Ach. Dieses Spiel. Ach, Mann. Komm schon. Ein Dies. Mann. Und da hat es nicht mal geklappt. Na toll. Oh, was? 37 Stunden sehe ich gerade. Ich spiele schon 37 Stunden das Spiel. Kommt mir vor wie 50. Arglos ist der doch. Siehste. Der arbeitet ja regelmäßig hier. Der müsste theoretisch seinen Soll aufgefüllt bekommen. Das heißt, ich müsste ihn theoretisch immer wieder mal beklauen können. Aber ist ja dem Spiel offenbar nicht so, leider. Ich will nicht langsam Geld brauche einfach. Und immer mehr brauche. Hier ist gar nichts. Andere Seite? Andere Seite. Hier steht, an welchen Orten seltene Pflanzen wachsen.
Gasdolden wachsen üblicherweise in schattigen, stark bewachsenen Senken. Graukraut findet man häufiger auf begrünten Anhöhen im Hochland. Toll. Hier steht etwas. Heilmethoden für Krankheiten. Auch der graue Tod. Ein Rezept für eine Tinktur aus Pflanzen. Jetzt brauche ich nur noch einen fähigen Heiler, der mir die Tinktur gegen den grauen Tod zusammenbraut. Hör auf zu schleichen. Okay. Irgendwann. Ach, das brauche ich alles gar nicht. War ja auch aufmerksam, kein Wunder. Ja, wirklich laden.